Okay, so, das passt. Waffen habe ich. Habe ich doch schon, habe ich doch schon. Hier wollte ich eigentlich nur Schrott lagern. Wir haben trotzdem so viel dabei. So schwer. Das könnte aber jetzt in den Waffen liegen. Möchte ich mal nicht ausschließen. So, das nächste, was wir machen müssten, wäre, die Supermutanten zu töten. Da können wir mal von Peabody House los, damit uns nicht direkt wieder irgendwelche Gunner anscheißen. Muss ja jetzt nicht sein. Wir haben ohnehin gleich Level 34. Da müssten wir eigentlich Rang 3 Mods für Waffen. Müssten wir eigentlich direkt skillen können, oder? Sehe ich das falsch? Nö, können wir direkt durchskillen. Und bis Level 39 können wir dann auch Rang 4 machen. So, okay, wir müssen dahin. Das heißt, wir laufen ein bisschen hier unten her, damit wir nicht so direkt an den Gunnern sind. So, und ich hatte eigentlich so ein bisschen, ja, die Hoffnung mehr oder weniger verloren für diese Laserknarre. Auch wenn die sehr, sehr gut war, aber irgendwie war einfach die andere so viel besser. Da dachte ich mir so, boah, die benutze ich bestimmt nie wieder hier, diese Knarre. Aber es scheint sich anders zu entwickeln. Finde ich gut, weil ich mag die Knarre echt. Noch sehr dankbar, dass wir die damals bekommen haben. Von dem Paladin Dance. Paladin is a Dancer, ist der ja noch. Oh, hier geht's direkt zur Sache, oder was? Bewegen uns mal ein bisschen schneller. Ja, geil. Wenn die jetzt angreifen, ist es perfekt. Ich glaube, es sind. Ich weiß nicht, ob es Gunner sind, aber ich glaube, es sind welche von der Bruderschaft. Das wäre perfekt, wenn die jetzt hier auftauchen. Dann unterstützen die uns unbewusst nämlich gleich mal. Fuck. Ich bin so doof. Diese blöden Minen. Was haben wir denn da? Ich weiß es noch nicht. Okay, wir haben uns entdeckt. Hoppala. Oh oh, ich muss nachladen. Alter. Der kam auf einmal so schnell hinterher. Da musste ich einfach schießen. Hab da nicht weiter drüber nachgedacht. Supermutantenmeister. Kenn ich noch gar nicht. So, wir essen erstmal ein bisschen was. So. Den Kerl müssen wir mal eben. Wobei bei denen macht es ja eigentlich mal Sinn, auf die Arme zu ballern. Und die mir nicht die Waffe loslassen. Sein Ernst? Verfickter Heli, Alter. Oh, was schießt denn jetzt alles hier? Ja, übertreibt es völlig. Was ist mit euch? Big Mac ist da hinten. Ah, oh, Mann. Ist ein bisschen weiter weg anscheinend. Da ist der Supermutantenmeister. Fast tot. Hier allerdings auch. Okay, dieser scheiß Drecksack da oben im Fenster nervt mich. Wir müssen irgendwie seitlich ein bisschen. Oh, wir müssen noch seitlich. Da stehen ja eine Minigun oder so ein Dreck. Ja, fuck, Alter. So eine Scheiße. Oh, wir nehmen den Raketenwerfer jetzt einfach direkt in die Hand und ballern da alles nieder. Ist mir jetzt scheißegal. Boah, die können was erleben. So.
Irgendwo da drin muss er ja hocken. Mist, verfehlt. So, den Drecksack haben wir schon mal, den ersten. So, wir hauen uns das Stimpack rein. Da hinten haben wir den Kollegen, der uns abschießt. Achso, wir haben ja hier noch neue Freunde, habe ich ganz vergessen. Mal eben auf den Kopf zielen. Jawoll, Alter. Der hat wehgetan. So, ich weiß nicht, was das für ein komisches irgendwas ist, was da rumfliegt. Also der Vertibird. Weiß nicht, von wem der kommt. Da ist der nette Supermutantenmeister. Big Mac. Ich habe ihn gesehen. Bleiben wir ein bisschen hier in der Versenkung. In der Hoffnung, dass sie uns nicht gleich wieder alle umnieten. Was macht ihm fast überhaupt keinen Schaden? Das gibt ihm gar nicht, dass wir ihn abschießen damit. So. Ach, so ein Scheißdreck wieder. Das Ding ist fast platt, dass wir gleich runterkommen. Ich versuche gerade nur den Meister zu töten da. Okay, und weg, 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 weg. Den hat es irgendwie weggeschossen. Ist das Ding? Jawoll. Das hat ihn endlich erledigt. Okay, und das würde auch schon reichen, aber ich möchte natürlich den Idioten, der da oben steht, auch nochmal eine reingeben. Das lasse ich mir sicher nicht nehmen. Was war denn hier? Bruderschaft. Also sind das auch wahrscheinlich Mitglieder der Bruderschaft da oben. Der hat noch seinen Dingen. Sein Gewehr da. So, was haben wir denn, womit wir ihm ein bisschen was... Können wir mal eine Granate am Kopf werfen? Ja, von hier aus anscheinend. So, das sollte wehgetan haben. Hoffe ich. Okay, okay, raus hier mal eben. Ich kann nicht gegen zwei gleichzeitig kämpfen. Nicht gegen zwei so starke. Okay. Weißt du was? Was mache ich eigentlich? Ich hab doch dieselbe Waffe. Eigentlich fast gar keinen Schaden macht. Fuck it, ey. So, jetzt mal schauen. Noch einer? Nein. Aktuell nicht. Dann hauen wir uns nochmal zwei Stimpacks rein und schießen weiter.
So, was ist denn, wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen drauf haben? Jawoll. Danke, Alter. Danke. Der hat uns geholfen, der Typ. Der andere steht da noch. Kampfbereit, todesbereit. So, drei Schüsse machen ihm schon was aus. So. Wir haben ihn erledigt und wir müssen uns um noch mehr Gegner kümmern. Wer denn noch? Ein Scharmützler. Können wir auch indirekt hitten. Fast tot. Tot. Jetzt scheint hier niemand mehr zu sein. Oh, Alter, was ein Kampf. Lecco mio. Wir haben es endlich mal hinter uns hier. Das war nicht ohne. Dogmeat hat auch seinen Teil getan. Der hat hier oben den Kerl erstmal abgelenkt. So dass wir nicht so viele Probleme hatten. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt noch ausreichend Muni finden für besagte Minigun. Das wäre sehr gut. Aber scheint mir nicht so danach zu sein. Okay. Wir schauen mal ganz schnell. Gut, Warwick müssten wir als nächstes hin. Da werden wir noch hinreisen. Mal eben. Das kann man sich ja nochmal geben. Dann geben wir unsere Quests kurz ab, die wir so haben. So. Wo ist denn der Kollege, mit dem ich reden muss? Ach, hier drin. Boah, wie geil es hier ist, ey. Du bist noch am Leben. Das heißt entweder, dass du dich noch nicht um diese Supermutanten gekümmert hast, oder? Du bringst gute Neuigkeiten. Ich wusste, diese Supermutanten werden euch nicht wieder belästigen. Du warst wohl genau richtig für diesen Job, was? Danke. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. So sieht's aus. Alles klar. So, dann müssten wir wieder zwei Sachen abgeben, richtig? Genau, dann können wir jetzt nämlich wieder zu Preston und dann lohnt sich das diesmal auch ordentlich. Ich hoffe, dass wir nicht wieder dieselben Quests bekommen wie vorher. Das wäre ein bisschen dämlich. Also wieder irgendeine Farm, die schon, also schon wieder eine, die wir schon haben, wieder Probleme macht, Mann, oder so ein Mist. Du bist unaufhaltsam. Scheint wirklich was zu werden. So. Was jetzt? Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Ja, geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Was jetzt? Alles klar, Nordhagen Siege kennen wir schon. Einer Siedlung eingenistet. Ich mag. Kann ich was für dich tun? Warwick Grün heute abgeschlossen. Nein. Nein, nichts. Kein Problem. Nichts. So, okay. Wir haben zwei Quests abgegeben und zwei bekommen, leider. Ach, schon wieder Sanctuary und Nordhagen. Naja. Wie dem auch sei. Wir können ja mal eben mit denen schnacken gehen. Oder machen wir ein bisschen was von den anderen Sachen? Ich weiß noch nicht. Wir können auf jeden Fall. Ups. Wir können auf jeden Fall erstmal Folgendes tun, nämlich das Level up hier machen. So, und Rang 4 Mods kriegen wir eh noch erst auf Level 39. Dann werden wir es halt erst später machen. Was ist denn jetzt los? Greift hier einer an, Alter? Ja, haha, hier greift jemand an. Wir gehen doch mal gucken, wer da. Huch. Das. Das ist auf jeden Fall von der Bruderschaft. So. Oh, voll daneben. Ach. Das war jetzt aber ein Scherz. Und so viele Raketen, Alter. Krass, 100 Raketen haben wir noch. Durch die Beine? Sein Ernst? Och. Mach ich lieber hier mit. Ist das Ding? Hier mit. So, Insta-Headshot. Einmal nochmal Raider abschauen. Schade, nicht erwischt.
Oh, die machen das aber gut da mit ihrem Vertibird. Die räumen kräftig auf. Okay, die fliegen anscheinend wieder zurück. Also hat sich die Situation soweit beruhigt. Finde ich super. Ach, hier liegen wieder Minen für uns. Nett. Wow. Crazy. So, wir werden nochmal eben abladen. Hier oben in Sanctuary. Sanctuary, Sanctuary, yaoui, yaoui. So, okay. Einmal hier ein bisschen abladen. Das machen wir mal eben. So, der Minigun brauchen wir noch. Das Ding und so, das kommt jetzt hier mal weg. Ach ne, wir haben hier unsere taktische Minigun. Ja, dann brauchen wir das Ding da ja gar nicht. Hab ich jetzt nicht so gesehen. Splitterminen bringen wir auch nochmal eben hier. Nein, jetzt habe ich was aufgenommen, ich Idiot. Nuke-Granate auch noch. So, weg damit. Das brauchen wir ja alles nicht. Zumindest nicht aktuell. Hut des Einsatzgelehrten. Aha, was man nicht alles findet. Plus ein Stärke und Ausdauer ist eigentlich gar nicht schlecht. Aber naja. Weil, warte mal. Diese Sünf-Rüstung, die wir da gerade gekriegt haben, die legendäre. Ich glaube, es war Sünf. Rechter Arm ist das. 14, 17. Wir haben rechten Arm Kampfrüstung 11-11. Dann nehme ich das Ding nämlich. Weil, hey, ist doch super. Was ist das? Linkes Bein. 10% reduzierte Aktionskosten im Watz. Ich glaube, unser linkes Bein ist besser 11-18 und das hier hat 8-11 nur. Das ist natürlich schlecht. Oder schlechter. So, das hier würde ich gerne ein bisschen verbessern. Laminieren wir den Quatsch erstmal und dann Taschen drauf oder dran, fertig. Dann kann hier der rechte Arm von mir aus verwertet werden. So, dann ziehe ich das wieder an. Und dann haben wir es. Kleidung, das hier. So. Mehr Präzision im Watz ist immer gut. Gar keine Frage. So, wo mache ich denn jetzt ein Aufnahmepäuschen? Da hinten würde ich sagen, ne? Da ist es eigentlich immer sehr schön. Ach, guck mal, und endlich steht der Typ an der Artillerie. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich hätte es ja nicht gedacht, dass das jemals klappt. Ja, hier mit seiner schönen Hütte. Guten Tag. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig mehr Spaß in diesen Folgen. Der ein oder andere hat ja schon gefragt, wann es denn endlich mal weitergeht, actiontechnisch, und wir nicht mehr mit den Siedlungen Ausbau beschäftigt sind. Wir sind jetzt erstmal fertig mit den Siedlungen fürs Erste. Ich habe es ja schon gesagt in den entsprechenden Folgen, dass ich mir ein paar Gedanken erst machen muss, wie wir weitermachen und so weiter. Da muss ich mir einfach noch ein bisschen was überlegen. Die eine oder andere Idee habe ich ja heute schon ja teilweise umgesetzt und angesagt, wie auch immer. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und noch viel Spaß bei Gameplay Deluxe. Tschüss! So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.